som livet är mitt. Jag har fått en stund här på jorden och min längtan har fört mig hit. Det jag saknat och det jag fått, det är ändå vägen jag valt. Förtröstan långt bortom orden som har visat en liten bit av den himmel jag aldrig nått. Jag vill känna att jag lever all den tid jag har. Ska jag leva som wenn das eigentlich aufspringt, dann muss man ins Ei einbrechen. Ist das aber nicht eher ein Aufbruch? Aufbruch? Xetiniman? Oder Anima? Oder Etinisi? Welche Art von Aufbruch wollen wir denn meinen? Ist es nicht wichtiger zu wissen, wer aufbricht? Wer würde denn aufbrechen wollen? Vielleicht Poeten? Vielleicht Skeptiker, vielleicht Wissbegierige, vielleicht aber auch Demütige. Wollen wir Sie fragen? Dann lass es uns tun. Thank you.
eh nicht mit nach Hause. Inspiration, ganz viel Lebendigkeit, ganz viel Pfiffigkeit und besonders euren Eindruck. Also der Eindruck für euch, der hat mich fasziniert. Ganz, ganz viele Erkenntnisse für mich persönlich, aber auch für meinen Beruf. Und ich habe so das Gefühl, ich muss es erst einmal verarbeiten. Es ist eine Fülle von Informationen und Gedanken und auch Neues, was in einem selber entsteht. Und das will jetzt geordnet werden. Ich nehme ganz viel Anregung mit und es war wirklich eine richtig, richtig schöne Tagung. Und das ist jetzt nicht geschmeichelt. Ich fand dieses Rahmenprogramm mit dem Ei, diese Idee mit dem Ei, was dann immer wieder zu diesen Gruppenaktivitäten geführt hat, ich fand es einfach eine wunderbare Idee und es hat so viel an Kontakten und Kommunikation gemacht. Ja, fand ich sehr schön. Das nehme ich auch mit nach Hause. Inwieweit gehe ich mit auf die Bühne? Da hat sich ein bisschen was für mich geklärt oder bestätigt, dass nämlich die Bühne dem Klienten gehört. Und dass es immer eine stetige Herausforderung ist. Ein Souvenir, eine Erinnerung, ein Kunstwerk? Blau-weiß mit Stempel, auf Stroh gebettet und bereit für Neues. Ein Stück von einem Ei, sozusagen, genau. Und ich bin gespannt, weil ich habe bisher noch einen Stempel drauf gekriegt, weiß gar nicht, was der bedeutet. Aber ich versuche das irgendwie noch, dem noch Bedeutung zu geben, ganz systemisch sozusagen. Ich hatte den Eindruck, dass wir das alle zusammen erlebt haben. Und das hat mich ja fast betroffen gemacht. Und ich nehme normalerweise nichts mit, sondern bewahre alles gerne meine Erinnerung. Aber in diesem Fall habe ich mal eine Ausnahme gemacht, weil ich, wie gesagt, diesen Impuls irgendwie stofflich bewahren will und ihn weitergeben möchte.